Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und ich bin verpeilt, hab den Mod-Namen vergessen. heute stelle ich euch den Compressed Items Mod vor. Und zwar, was macht dieser Mod? Mit diesem Mod können wir zum Beispiel Eier oder zum Beispiel oder Federn in diesen Müll, den man sonst mal hat, zu normalen Blöcken craften und damit ein bisschen Platz sparen in der Kiste oder sie dann zu Dekorationszwecken benutzen. Wie geht das? Ist ganz einfach. Zum Beispiel nehmen wir zum Beispiel ein Gravel Table. Das heißt, den brauchen wir dafür auch. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel ein Eck. Ne? Wie kann man den nicht stacken? Doch. Das hat meine Maus tatsächlich nicht gecheckt. Das Maus gerade ein bisschen kaputt. So, auf jeden Fall kann man jetzt hier die Eggs nehmen und dann so craften. Und dann kommt zum Beispiel Set of Eggs raus. Ja. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Ne? Bisschen unlogisch ist schon, weil hier sind nämlich 9 Eier unten und 9 Eier oben, obwohl man nur 9 Eier benutzt hat. Aber okay. Und da brauchen wir vielleicht diese Palette und die. Das fällt sogar runter. Ey. Auch interessant. Das fällt aber runter. Yay. Andererseits so eine Eierpalette und ist auf jeden Fall ziemlich cool. Das kann man mit jedem Block machen. Hier sind die ganzen Items. Okay, noch nicht mit jedem. Aber mit so Eiern, zum Beispiel mit Sack of Wheat oder zum Beispiel Carrots, das kann ich zum Beispiel zeigen. Na, also jetzt man sich zum Beispiel wie die Carrots. So, zack. Dann machen wir das einfach so. Dann haben wir hier diese. Den Sack von Karotten. So. Dann konnte ich auf jeden Fall den Platz sparen. Und da gibt es zum Beispiel den Sack von Melonen-Seeds. Aber auch den Pumpkin-Seeds-Sack. Beetroot-Seeds. Und hier den Sack von Gunpowder. Sieht so aus. Kommt sogar hier Blickel raus, ne? Interessant. Und dann gibt es noch diese ganzen Sachen, zum Beispiel Zucker, ne? Und schöne Textur mit diesen Dingern da. Extra haben wir schon gesehen, den Lederblock. Ja, der heißt sogar richtig Lederblock. Das ist interessant, wie gesagt, einfach neuen Leder zusammenlegen. Oder den Pillowblock. Was war nochmal Pillow? Ich habe keine Ahnung. Achso, das hier, okay. Ja, auf jeden Fall aus dem Block craften, sieht ein bisschen wie dieser Bohnenblock aus, ne? Nether Star Block, den wird man wahrscheinlich nicht so oft craften im Survival Mode. Aber auch den gibt es davon, auch eine schöne Textur, also mit dem Stern. Ein Block auf Charcoal, das heißt Holzkohle, so ein Block, einen eigenen. Dann mache ich den Sugar Cane Block, der ist sogar ein bisschen durchsichtig. Na. Dann hat man hier noch den Totem Block. Der hat eine coole Textur so. Na. Den Wallpaper Block. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man was das sein soll. Ach so, ja, Paper brauchen wir dafür. Gib mir Papier. Komm schon hier. Paper. Da brauchen wir wahrscheinlich dann einfach hier Papier dafür. Genau, dann braucht man einfach neue Papier und dann hat man hier diesen Wallpaper Block. Dann zeige ich mal den Rest. Den Flint Block. Und dann vom Feuerstein. Den Branches Block. Da weiß ich nicht, was das jetzt sein soll. Keine Ahnung, was sind Branches? Keine Ahnung, Jungs. Vermute mal Sticks oder so. Wenn ich auf Google übersetzt, steht da was mit Ästen. Was mit A, ja genau. Wenn die Sticks also hier Branches darstellen. Jo. Dann gibt es noch den Apfelblock. Weil sie so ein riesigen Apfel. Den Golden Apple Block. Vielleicht die gleiche Texturen und Gold. Dann den Enderperlen Block. Auch der gefällt mir.
Ob ich noch irgendwie gut verwenden. Den Blaze Rod Block. Auch der Dampf so ein bisschen, ne? Wir war den. Hast du den mal schon gesehen, ne? Vielleicht wären es alle Blöcke gewesen. Allerdings habe ich gerade die 1.12 drauf. Und die FS, ich habe hier. Es gibt auch eine 1.13er Version. Auch eine 1.14er Version. Ich habe einfach die 1.12 jetzt genommen, weil ich dann noch das Forge-Profil hatte, ne? Aber wahrscheinlich sind auch noch andere Sachen noch mit dazugekommen in den neuen Versionen. Und wenn ihr euch Interesse habt, dann könnt ihr das runterladen. Ich wollte sogar so ein bisschen ja, zeigen, dass es diesen Mod gibt. Und so ein paar Beispielblöcke, ne? Und ja, kleines Fazit einfach. Ihr könnt jetzt mit ganz vielen Items, ne? Wahrscheinlich 1.14 dann mit ein bisschen mehr Items mit 9 Stück dann zusammenlegen und dann könnt ihr davon euch einen Block craften. Dann wäre es das gewesen von dieser heutigen Mod-Vorstellung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Bonus, die Bewertung da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Folgt mir auf Instagram und Twitter. Und tschüss.